Ihrem Wunschprogramm. Weichen zittern, als Täuber diesen Freistoß verwandelte, nur noch 3:2. 5 Minuten später aber war die Arbeit getan. Trainer Bongartz und Assistent Giel ließen es sich nicht nehmen, jeden Spieler herzlich zu beglückwünschen. Schließlich war es ihr erster Auswärtssieg in dieser Saison. Und das restliche Bundesliga-Geschehen von Jörg Dahlmann und Wolfram Esser. Und die Bundesliga hat einige Brüderpaare, die Försters, die Funkels. Hier soll von den Alofs die Rede sein. Thomas, haben wir gerade gesehen, hat entscheidende Tore um den Klassenverbleib geschossen. Er wird ja weggehen aus Kaiserslautern nach Köln, aber da weiß er noch nicht, in welche Klasse. Und Köln, Klaus Alofs, spielt zwar in der Mannschaft der Stunde nach seinen 3 Toren vom Mittwochabend im Europapokal, aber solche Stunden können in Köln sehr kurz sein. Heute der erste FC gegen den Heimatverein der Alofs. Der erste FC Köln bleibt also international eine Vorzeigemannschaft, aber national bringt er derzeit kaum etwas zu Wege. Gegen Düsseldorf gab es eine 1:3-Niederlage, die Günther Thiele nach 19 Minuten einleitete. Es war der erste Treffer des Mittelstürmers nach 7 Monaten und 6 Tagen. Die Gastgeber hatten vor 7000 Zuschauern Chancen zu Hauf, die größte durch Geils kurz vor der Halbzeit. Bei so viel Unvermögen mochte der Geißbock nur missmutig reinschauen. Und auch nach der Pause ein unveränderter Geißbock-Blick. Denn die Düsseldorfer machten die Tore 2:0 durch Holger Fach. Im Anschluss an einen Eckball war es Andreas Keim, der sogar auf 3:0 für die Gäste erhöhte. Es sollte noch schlimmer kommen für die Kölner. Van de Korpus wurde von Grabotin zu Fall gebracht. Erste Diagnose: Achillessehnenriss. Für Van de Korpus ist die Saison beendet, einschließlich der UEFA-Pokal-Endspiele gegen Real Madrid. Angesichts dieser Nachricht mochte das einzige Kölner Tor Trainer Kessler nicht fröhlich schimmen. Hönerbach erzielte es nach 65 Minuten. Am Ende aber jubelten Fortuna-Fans. 3:1 in Köln und der gröbsten Abstiegssorgen ledig. Beim letzten Fortuna-Sieg in Köln haben die Alofs die Tore geschossen. Das ist also schon lange her. 5 Jahre ist es her. Damals blieb Fortuna dann drin. Jetzt ist die Mannschaft noch nicht ganz so weit. Sehr bös wird es für Köln durch all die Verletzten. Denn denken Sie an Littbarski, er ist ja auch verletzt, Lehnhoff verletzt. Wer weiß, wer Ende April spielen kann gegen Real Madrid. Aber im Europapokal ist der erste FC ja was ganz anderes. Wir kommen jetzt zu einer besonderen Mannschaft der letzten Monate. Für den VfB Stuttgart leiteten Klinsmann und Klinsmann den 4:0-Sieg über Borussia Dortmund ein. Nach 27 Minuten erzielte der Mittelstürmer die Führung für die Schwaben und erhöhte 9 Minuten später im Anschluss an diesen Angriff auf 2:0. Dortmunds Trainer Czernay bezeichnete das Spiel der Borussia als eintönig, als seien die Punkte ohne Bedeutung für seine abstiegsgefährdete Mannschaft. Das 3:0...